das war die maximal unangenehme Aufgabe. Aber das ist so lustig. Hallo zusammen. Nachdem euch mein IKEA-Live-Haul so gut gefallen hat, drehe ich heute im DM wieder eine Couple-Challenge und zwar mit Raffi. Dafür konntet ihr uns wieder auf Instagram Aufgaben stellen, die wir jetzt bewältigen werden, hoffentlich. Ich würde sagen, lasst die Spiele beginnen und ihr stimmt wieder in den Kommentaren ab, wer die Challenges am besten gewonnen oder gemeistert hat. Viel Spaß dabei. Ein bisschen schief. Cassies erste Aufgabe ist, nimm einen Babybrei und iss ihn im Laden. Hier drin direkt? Do it. Nee. Nee, das kann ich nicht machen. Ich kann doch nicht einfach Babybrei rausnehmen, dann essen. Dein Ernst? Herrn, wie soll ich das jetzt essen? Ich hab dir was mitgebracht. Dein Ernst? Los geht's. Das ist, ich glaube, die unangenehmste Aufgabe von allen. Ich muss jetzt aber erstmal einen Babybrei finden, der vegan ist, damit ich noch essen möchte. Wir haben hier eine weite Auswahl. Hühnchenfleisch, Rinderfleisch, Erdbeere, Himbeere mit Apfel. Los geht's. Ich streng dich doch mal an, das ist dein Babybrei. So schwer kann das doch nicht sein. Kann ich, krieg's nicht auf. Nur eine Ausrede. Das schmeckt aber gut. Das schmeckt wirklich gut. Es gibt sogar Abendbrei mit Milchreis, Vanille, Zimtgeschmack. Wie geil. Warum bekommen Babys so geiles Essen? Kommen wir zu Raffis Aufgabe. Du musst dich wie James Bond durch die Gänge rollen. Lust da drauf? Let's go! James Bond finde ich gut, aber im DM? Kein Problem für mich. Alles für die Klicks. No comment. Nicht alles für die Klicks, aber alles für die Kali Crew. Wie war das, James Bond? Maximal unangenehm. War sehr gut aus. Daumen nach oben für Raffis Aktion. Schatz, ich hab Tee für dich gefunden. Was? Schlaf- und Nerventee, Anti-Stress-Tee, ganz wichtig. Kopfentspannungstee. Misch ich die alle in einem. Der darf nicht fehlen. Was? Oh, jetzt ab. Sowas darf ich mir anhören, ja? Welchen Tee kaufst du? Pfefferminztee, Klassiker. Deine nächste Aufgabe, meditiere im Gang. Ich warte auf den Moment, dass irgendwie keiner da ist und das sieht, was ich hier mache. Aber das ist heute ein bisschen schwer, weil ungefähr alle Mitarbeiter da sind. Entspannung pur. Wiegt der Tee schon, oder wie? Der darf nicht fehlen. Deine Aufgabe ist es, dich in einem Regal zu verstecken. Mal wieder in ein Regal. Warum bekomme ich immer alles mit Regalen? Ich war schon im IKEA im Regal. So passt das. Ich glaube, es gibt einen weniger unpassenderen Ort, an dem man Verstecke finden kann als der DM. Aber Leute, wo soll ich mich hier verstecken? Irgendwie sieht das da ziemlich gut aus. Da passe ich nicht rein. Sie baut sich gerade ein Versteck. Nee, da passe ich nicht rein. So, spülen wir verstecken. Ich trau mich nicht. Das ist so klein, das kannst du niemals rein. That's what he said, oder? Trau dich. Ich geh aber ganz rein. Auch mit den Füßen, dass man dich gar nicht mehr sieht. Die Frau hält dich aber auch für dumm. Ich bin voll rot, oder? Okay, kommen wir zur nächsten Aufgabe für Raffi. Du musst jemand erschrecken. Wie du das machst, ist mir egal, aber erschreck jemand. Ich dachte, meine Aufgaben sind scheiße, aber das ist echt. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Mal schauen, wenn ich jetzt noch erschrecken soll hier. Der Laden ist voll, aber es wird sehr peinlich wahrscheinlich. Das ist die beste Aufgabe. Bitte stellt Raffi mehr solche Aufgaben. Das ist so lustig. Also wirklich maximal unangenehm. Ja, nimm die zwei Mädels dort.
Entschuldig dich. Sorry. Das war die maximal unangenehme Aufgabe. Aber das ist so lustig. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es wieder rausgeschafft aus dem Laden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, aber mir ist so heiß und ich bin auch so nervös, weil wir einfach so viel Scheiße wieder drin angerichtet haben. Aber es hat mega viel Spaß gemacht. Aber wir haben alle Challenges erledigt, also dafür haben wir doch einen Daumen nach oben verdient. Aber ich will euch natürlich auch noch zeigen, was wir gekauft haben, sonst wäre es ja kein DM-Haul. Für Raffi haben wir einmal Grüntee, Mate-Tee, Babybrei. Ich habe es natürlich gekauft, was ich da gegessen habe und nicht wieder zurück ins Regal gestellt. Also keine Sorge, da ging alles mit rechten Dingen zu. Bis ich nachher auch weiter, das war nämlich extrem lecker. Ich habe es diesmal aufbekommen. Das ist echt lecker. Du hast die Aufgabe auch erfüllt, oder? Nein. Riecht mega gut. Der ist... Das ganze Ding fressen. Too much fun. Zahnpasta. Noch eine Zahnpasta. Noch eine Zahnpasta. Die hier benutzen wir morgens und abends und die will ich immer so zwischendrin benutzen, weil ich finde, die macht die Zähne extrem weiß. Und das fragen mich auch immer super viele von euch unter meinen Videos, warum meine Zähne so weiß sind. Freut mich natürlich, aber ich glaube, das liegt alles an dieser Zahnpasta und regelmäßig Zähne putzen. Glasreiniger. Man merkt, dass wir alt sind. Und dieses Loose Powder hier von Catrice. Ich liebe das Zeug. Ich habe auch schon ein paar Mal davon erzählt, aber ich habe es das letzte Mal gekauft. Direkt verloren und deshalb neu gekauft. Passiert. Das war's mit unserem Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wir würden uns riesig freuen über euren Daumen nach oben und euer Abo, damit ihr das nächste Video nicht mehr verpasst. Und damit danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Send help.